Urlaubsziele wie Maltas blaue Lagune. Hier spürt man kaum noch etwas vom Vorsatz, nach der Pandemie weniger und emissionsärmer zu reisen, obwohl sich das damals viele vorgenommen hatten. Wir reisen genauso wie vorher. Wir sind weiterhin mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff unterwegs. Ich denke schon über den Klimawandel nach, aber ich denke, man stellt sich dann doch an erster Stelle, wenn es um den Urlaub, um die eigene Freizeit und so geht. Ich reise überwiegend mit der Bahn, weil ich mir Gedanken mache über den Klimawandel. Zwar sind die Deutschen weiterhin am liebsten im eigenen Land unterwegs, wie hier in Niedersachsen. Jeder Fünfte erfrischt sich beispielsweise an Seen oder besucht die beiden Küsten Schleswig-Holsteins. Doch besonders im Aufwärtstrend Pauschalreisen mit dem Flugzeug ans Mittelmeer. Viele Reisebüros können sich momentan vor Anfragen kaum retten. Man kann schon deutlich einen Zuwachs feststellen, auch sogar einen Zuwachs noch im Vergleich zu den Jahren vor Corona, also 2019 verglichen zum Beispiel. Es gibt sicherlich noch einen gewissen Nachholbedarf aus der Corona-Zeit und insgesamt ist der Reisebedarf sehr groß und die Nachfrage sehr, sehr groß, ja, nach allen verschiedenen Varianten von Reisen. In Umfragen von Tourismusforschern hatte während der Pandemie ein Drittel angegeben, aus Rücksicht auf den Klimawandel das Reiseverhalten zu ändern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Während des Urlaubs, das sind für uns die schönsten Tage und Wochen des Jahres, da spielt dieses Argument überhaupt eine untergeordnete Rolle nur, weil wir einfach nicht belastet werden wollen. Weit entfernte Ziele haben 26% mehr Menschen gebucht als im Vorjahr. Laut Deutschem Reiseverband gaben Bundesbürger bereits 2023 mehr für Reisen aus als jemals zuvor. Gut 79 Milliarden Euro. Die Menschen sehnen sich jetzt wieder nach der Ferne, andere Kulturen kennenzulernen, halt auch dieses Völkerverständigungsmittel wieder zu nutzen, um halt auch den Horizont zu erweitern. Ob Pauschalreise oder Luxusurlaub, für viele gilt nach wie vor der Pandemie höher, schneller, weiter. Und das mehr denn je.